Hallo, mein lieben Pokémon-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Raid the Battle! Ey! Ey! Na, Leute, ich hab schon wieder so Müll, ne? Ja, ich hab wirklich Müll. Ich hab Bohrmann Trash, also sei nur leise. Na, ich hab auch. Aber Müll. Ich hab wirklich Müll. Ja, aber du hast wieder gleich 6 Legendaries und dann. Ich hab kein Legendary. Doch, ich hab vielleicht ein Legendary. Siehst du? Eins? Es ist wirklich nur eins? Es ist nur eins. Komm, wir machen jetzt eine Regel. Wir sagen von Anfang an, wie viele Legendaries man hat, okay? Was ist das für eine Regel, Alter? Nee. Doch, machen wir ab jetzt. Ich hab keins. Ja, schön für dich. Ach so. Schön für mich. Ach so ist das also. Schön für mich, sagt er. Ja, sehr schön für dich, Mann. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt Trash, weißt du? Trash ist nicht so gut. Trash, ne? Stimmt schon. Ist schon kritisch. Toxic. Ja, Toxic ist halt schon insane, ne? Jetzt schauen wir erstmal ein bisschen Scouting betreiben. Wir, ne? Schauen erstmal, was will der denn machen? Knockoff, Alter. Alter. Insane. Alter, der laubt sich sowas. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja nicht möglich, ne? Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay, Team Alpine. Einfach nicht okay. Das geht so doch nicht weiter. Da gönnen wir uns ein Easy. Die Easy. Da gönnen wir uns ein Easy. Easy. Weißt du, was wir uns jetzt gönnen? Ah, schade. Ich dachte, du bleibst drin. Ah, nee. Schade. Gönnen wir uns keinen. Und wieso hast du Probleme gegen Burma da mit Trash? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nichts dagegen. Was soll ich machen? Ich weiß noch nicht. Surrendern vielleicht. Echt so. Siehst du, das ist mein Legi. Jetzt chill doch mal hier. Also, ja, also nix, Alter. Also gar nichts. Ja, also ist halt echt nichts. Also, man kann auch übertreiben, ne? Manchmal. Ich wäre sogar schon. Manchmal kann man übertreiben. Freeze wäre jetzt aber frech gewesen. Ne? Wo kommen wir denn hin, Present? Wäre schon sehr frech. Das ist etwas, was ich hier nicht sehen will, einen Freeze. Das würde mir gar nicht gefallen. Ich habe echt Probleme gegen Mew, ne? Das ging alles Probleme, kann doch sein. Freeze! Nee, jetzt bin ich nicht. Lol. Ich dachte so, du wägst jetzt raus, ich mache hier die harte Prediction und du bleibst dann einfach drin und hoffst auf den Freeze. Das ist ja ganz kritisch. Das ist echt ganz kritisch. Okay. Wo ist hier der Surrender-Button, ne? Wo ist hier der Surrender-Button? So schaut's aus. Na, ich bin ja langsamer, ne? Ich habe ja jetzt mein Minus-Speed-Ding drin, durch ein Klebenetz. Ah, Delmice. Bin ich nicht trotzdem schneller? Natürlich bin ich schneller. Ich habe gehofft, dass ich die vielleicht... Alter. Ich wäre sogar LV gewesen, by the way. Ich hab Psyshock. Das geht auf die physische Verteidigung, Timo LP. Das geht auf die physische Verteidigung, Timo LP. Ich habe noch nie Pokémon gespielt. Ach, Timo. Ah nein, Timo, du drückst Will-O-Wisp. Oh. Natürlich drücke ich Will-O-Wisp. Ach, du misst. Ja, ich habe nicht gemisst. Ah, ja, Lumberry. Achso, Lumberry. Ich habe geskippt. So ein doof Kopf halt. Bam, Junge! Als ob dir das lebt! Erzähl mir nicht! Natürlich, das ist ein Mew. Was für natürlich? Das ist ein safe Roll gewesen. Da, jetzt geh mal weg mit Roll, Alter. Du kannst nicht immer sagen, das war eine Roll gewesen, wenn du es noch nicht mal weißt. Ja, ich kalk das jetzt. Ja, dann kalk doch viel Spaß, mein Bruder. Was hast du gerade gesagt? Mein Bruder. Mein Guter. Mein Bruder. Mann, wieso bin ich nicht verwirrt? Was soll das? Das ist natürlich ein bisschen kritisch, oder? Ja, meinst du? Ein bisschen. Gönnen wir uns auch mal einen Gyro-Ball. Aber der hat nicht gecrittet. Das finde ich jetzt ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. Ist nicht okay, Team. Ja, also Verwirrung. Was hast du eingesetzt? Roost, ja, okay. Roost wäre nervig gewesen. Musste ich machen. Ich wäre doch sowieso an Rocks gestorben. Ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Da haben sie den richtigen Play gemacht. Komoro ist natürlich kritisch. Welchen meiner Milliarden-Counter hauen wir rein? Können wir jetzt erstmal in Toxic. Diese ganzen Toxic Will-O-Wisp-Dinger sind halt super ätzend für mein Team, weil ich habe nur Setup-Sweeper. Ja. Ich habe nur Setup-Sweeper. Wirklich nur. Die Benny SD, Stirpuff Belly Drum, Dragonite D-Dance, Komoro D-Dance. Delmice ist auch Toxic übelst Kacke dagegen. Aber Toxic ist jetzt schon ein bisschen frech, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Aber Boma Dame ist natürlich... Also, Pokémon, Hex. Klingt's wie ich, ne? Ja, also wirklich. Och man, das ist ja richtig bescheuert. Pokémon, Hex.
Oh Mann, ich dachte, ich hätte ein bestimmtes Item. Ja, never mind. Dann GG. War schön mit dir. Alter, so den Move. Jetzt ja, das geht's ja hier los, Alter. Wieso überlebe ich das? Warum überlebst du das? Ich bin gerade komplett verwirrt. Hä? Wieso ist der so bad? Wieso? Ist halt ein spezieller Move. Trotzdem. Und ich bin bei vollem KP. Aber ich verliere halt trotzdem. Naja. That is a little bit problematic, to be honest. Naja. Wir haben aber noch den. Alles safe, Jungs und Mädels. Alles safe. Bitte kill ihn. Es killt, Jungs. Lecker. Alles gut. Aber das ist halt auch ein Problem, so. Wie gewinne ich da gegen Timo? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde sagen, wir gönnen uns hier erstmal einen Burn, oder? Hier sind wir Fire Punch. Gönnen wir uns erstmal einen Burn, oder? Ja, schwierig. Also, I call Hex würde ich hier ganz frech behaupten. Also ja. An und für sich muss man sagen, mein Team ist nicht kacke, ne? So mit Sticky Web und dann halt einfach rein Setupen, so. Rein Setupen, Alter, ganz kritisch. Jetzt sagt er, dass dein Team nicht bad ist. Jetzt auf einmal vor so. Es ist nicht bad, aber es ist halt trotzdem echt bad gegen Toxic und Widow Wisp. Ja, wenn ich zweimal Toxic nicht gemisst hätte, wäre alles okay gewesen, ne? Nee, mach keinen Unterschied. Hey, doch, natürlich, ja. Alter. Kannst du so sagen. Du wirst halt nie so zum Setup gekommen. Nee, ja, doch, Alter. Ja, schwierig. Ganz kritisch. Wie mache ich das denn jetzt hier? Hoffen, dass ich das, okay, easy überlebe, aber Wirbelwind ist halt mein Play, weil Erdbeben. Ja, okay. Ich muss Wirbelwind einsetzen. Also, ja, das stimmt alles. So, jetzt ist es interessant. Braviary. So, ich bin... Mhm. Okay. Ja, ich kenne meinen Play. Ich kenne meinen Play to make hier. Knuddler hätte eben Hippo auch nicht gekillt, ne? Nee, Knuddler hätte nicht gekillt, aber ich glaube, Knuddler wäre dein Play. Wobei, Knuddler hätte sogar killt. Knuddler? Ich weiß nicht. Vielleicht war Knuddler dein Play. Vielleicht. Jetzt wird's interessant. Du könntest sogar nochmal... Ah, ist schwierig. Könntest nochmal... Ah, schwierig. Ja, ich kann nicht Belly Drum. Alles gut. Du kannst nicht Belly Drum, echt schnell. Ja, alles easy, Leute. Ich sterbe am Sandsturm, ja. Aber war trotzdem ein nice Match. Also kann man nichts sagen, war ein nice Match. Hast natürlich mal wieder ganz klar jedes bessere Team. Man kennt's halt. Sei leise, Alter. Jetzt geh mal weg. Wir hatten sogar ein sehr ausgeglichenes Team auf beiden Seiten. Ja, so kann man das jetzt nicht betrachten. Ich hätte Burmert damit Trash. Sei mal leise. Ich hatte die Vanny, Alter. Ja, Burmert damit Trash ist schlechter als Burmert damit hat übelst viel Work gemacht. Hast du das selbst gesehen? Sei mal leise, du hast ein Legendary. Ich hab auch ein Legendary. Okay. Ich zeig's dir auch direkt. Alles klar, ja, moini. Aber ja, das Problem ist... Oh, Rocks. Ja, was machst du jetzt gegen den, Alter? Der ist... Ja, der ist ein bisschen kritisch, aber ich wollte halt so ein bisschen das pivoten, Timo. Weißt du, die guten Plays machen. Aber eigentlich hätte ich direkt halt in den gehen sollen. Trotzdem echt gut Damage. Ja, eigentlich hätte ich direkt in den gehen sollen, weil eine Feuerattacke weniger Schaden gemacht hätte. Also das wäre so bescheuert. War so bescheuert, aber egal. Yep. So, was predikte ich denn hier? Das ist natürlich jetzt die Frage, Timo. Was predikte ich? Ich hab mal ein Random Battle von... Pokémon gesehen und er sagt so, er hat nur das erste Pokémon von ihr gesehen, okay? Und er sagt so, okay, er wechselt hier raus in Pantymos. Und dann geht er wirklich raus in Pantymos und er macht wirklich genau den richtigen Play für Pantymos. Und du hast jetzt Pantymos auch. Nee, und das ist insane. Das war also, so lustig, Alter. Ja, ich schon was ordentlich XD. Also ich glaube, du gehst jetzt hier in dein Mega-Bisa-Floor. LOL! Das war nicht Mega Bisa-Floor, aber easy predicted, Alter. Vor allem easy. Mega Horn wäre nicht mal so der Play für Mega Bisa-Floor gewesen. Ich weiß also wäre das Beste gewesen, was Samurott wahrscheinlich gekonnt hätte, aber wenn ich wirklich Mega Bisa-Floor gehabt hätte, hättest du rauswechseln sollen. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, ob ich einen Switchen für Mega Bisa-Floor habe, ist halt jetzt so die Frage. Ja, aber Mega Horn war trotzdem insane, Alter. Das war trotzdem echt gut, Weißt du? Ja, zum Beispiel kommt der Grass-Type rein oder so und dann kann man halt Mega Horn damit den abfangen, ne? Ist halt insane. Das stimmt. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem gegen iDragon, aber wir haben Pixie, also ein Problem. Jetzt gönnt er sich erstmal eine nice Startattacke. Dann, ganz. Pressen geht's dir gut? Ganz blöd. Ja, geht's dir gut, frage ich mich. Ja, mir geht's blendend. Ja, freut mich natürlich. Weil mein Dialga so scheint, weißt du, weil es ein Schadbogen ist. Es ist shiny. Schade. So, was machen wir jetzt hier gegen die Alga, ist die Frage. Ich habe da halt nicht so den Switch-In für.
Ich glaube, wir sacken hier erstmal was. Alles klar, tschüss. Ja, ist okay, damit kann ich leben. Oh, hallo. Ja, hallo, wie geht's dir? Brudi. Ja, Brudi. Gen 5 ist besser als Gen 4. Nee. Das sagen sie jetzt sehr kommen. Ja, was machen wir jetzt hier, ne? So die, das ist Problem, ne? Ich hoffe, dass du auf Brudder okay. gehst. Ja, du gehst auf Draco. Ist auch mich auch okay. Brudder und Draco sind beides Plays gewesen, die ich so genommen hätte, weißt du? Ja, ja. Nimmt man mit. Jetzt gönnen wir uns Salmarot. Dann kommen die Flash Cannon, die überleben wir natürlich easy. Spit-F Drops, I Call Hex, ist klar. Aqua Jet, Alter, du willst aber wissen, Present. Ein bisschen Chip, weißt du? Erstmal schauen, ob Chip, der Lefty ist. Ja, na Lefties. Klar, der die Lefty. Ich wollte natürlich nur scouten, das war der Gedankengang, Alter. Und jetzt kann ich mein Alter, der wahres ist Ding reinhauen. Gönnen wir uns. Jetzt kann ich mein wahres Ding reinhauen. Oh Mann, Tio, ich hasse dich. Ja, ich hasse dich sehr. Dann hau mal dein wahres Ding rein. Feuerblast! Kritisch, du bleibst hier drin. Aber du gehst für Mutter, Present, war das dein wahres Ding, von dem du ja, jetzt bist du kritisch, ich dachte, du wächst jetzt raus in Hydra. Also, Killed Flash Cannon ist die Frage. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ja, dann gehen wir einfach für den Feuerblast. Ja, jetzt habe ich ein Problem vielleicht. Jetzt habe ich ein großes Problem. Oder auch dein wahres Ding rein. Ja, aber kein wahres Ding. Ja, das ist kritisch. Das ist Frau Present. Nee. Kabutops. Also. Das ist ein bisschen doof. Ich brauche den Chip. Alles gut. Das hat alles sein. Okay. Ich hätte gedacht, dass du dich vielleicht setupst, weißt du? Naja, aber der Switchen ist tatsächlich jetzt gerade ein bisschen blöd für mich. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht so ganz. Wie komme ich? Alter, die Jäger macht dein Team einfach alleine nass. Ach wirklich? Die Jäger ist ein kleines. Also Chelterra wäre echt gut gegen die Jäger. Ach, sei leise. Wer hätte denn gedacht, dass du da drin bleibst bei Milliarden? Ja, aber theoretisch gesehen musst du für EQ gehen, weil du siehst ja selber, wenn du nicht musste für EQ ich, gehst. Ja, war auch mein Play. Ich habe da halt den Predictor P gemacht. Das stimmt, ja. So, gönn mir bitte einen Buller. Ja, das war natürlich. War jetzt kein Buller. War jetzt ein bisschen frech, wenn ich ehrlich bin. Aber echt frech. Da gönn mir jetzt eine Synthese auf dem Fireblast Miss. Flash Cannon. Das ist natürlich jetzt kritisch. Von 49% ist nice. Achso, tue ich jetzt sehr kritisch. So, okay. Und gönn wir uns den hier. Jetzt müsste genügend Chip drauf sein, sodass wir hoffentlich das hier machen können. Moment. Nein! Warte, wir sind im Speed-Tie, als ob. Okay, Moment. Wir sind im Speed-Tie. War doch nicht diesen Timo. Nein! Danke. Alter, jetzt, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Ja. Waren wir echt im Speed-Tie? Ja, wir waren im Speed-Tie. So, jetzt müssen wir wohl auf die Roll hoffen. Jawohl. Ach, ja, waren wir. Warte mal kurz. Das ist resisted, das ist stärker, das heißt, damit kann ich dich killen. Ja. Ja. Alles safe. Noch haben wir nicht verloren. Sieht ein bisschen blöd aus gerade. Kannst du mir vielleicht einen Regen rausbekommen, dass Kabutops noch irgendwie Regen, durchsuchen kann? Regen, ja, gerne. Gar kein Ding. Ja, gönnst du mir das? Sehr sweet von mir, Alter. Na klar, wunderbar. Lycanroc Dusk, das finde ich jetzt ein bisschen frech. Ich glaube, da kann nur eine Sache helfen, Timo LP. Welche denn? Um das hier noch zu gewinnen. LP? Ein bisschen Yellow Magic. Alter, du bist so eklig. Ja, ich kann nur so gewinnen, Mann. Ja, ich weiß doch. Mach's trotzdem nicht weniger eklig. Ja, jetzt gib mir mal bitte einen Miss. Ja, wollo. Okay, ich mein müsste eigentlich ist halt noch mal heilen. So disgusting. Ich werde Choice halt Banded, ne? Und es macht halt nur, in Anführungszeichen, 81%. Naja, 81 ist schon viel, ist schon viel. Naja. Die Sache ist, eigentlich müsste ich ja Softball drücken und auf die Dingens hafen. Auf Hex. Weil Moonblast killt ja sowieso nicht so. Ja, das ist mein Play. Das ist mein Play hier gerade. Wisst ihr, das ist genau mein Play. Ich muss gerade darauf hoffen, dass du zweimal hintereinander jetzt nicht genau sowas machst. So, weißt du, weil Moonblast killt halt nicht genau. Special Attack Drop. Jawohl, die Full Power kommt, Leute. Yellow Magic, Clefable. Ah, er trifft natürlich. I Call Hex. Jetzt kann ich ihn killen, aber dann kannst du mich Revenge killen. Das heißt, ich muss wieder Softball drücken und hoffen, dass du gefullpart wirst zum Beispiel. Und jetzt kann ich dich killen. Jetzt ist das okay. Jetzt hättest du einen Rotz, ne? Das ist mega Kamera. Was soll ich dagegen machen, Timo? Dagegen habe ich halt nichts. So, ich kann nicht rauswechseln. Kabutops, ich muss ja auf Moonblast gehen. Special Attack Drop, Crit, komm, gönn dir. Earth Power macht ein bisschen viel Schaden.
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Timo, gibst du mir bitte nochmal den Regen hier? Wie sagst du? Ich hab legit Angst, dass Kabutops noch gewinnt, ne? Nee, Kabutops kann das nicht gewinnen. Sicher? Du hast noch Weavile, Timo. Hast du Aquajet? Ja, Aquajet, Schmackwajet, sag ich da. Schmackwajet, achso. Problem ist doch, dass ich noch ein Live-Orb habe, Timo. Denk doch nach. Meinst du, irgendwann... Irgendwann, wenn geht alle der Timer Träume aus. War... Dim, 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 ja, okay. Alter, jetzt, also die rollen. Ne? Ah, ja. Was war dein letztes Mon? Delphox. Also ich hatte echt eine Kabutops-Schwäche, so ist nicht, ne? Ich hätte echt ein Doppelblatt machen können. Kabutops macht mich richtig nass. Im Alter, der Regen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Alter, im Regen wäre es ein GG gewesen, würde aber ich sagen, das ist, ne? Jetzt hier das legendäre Best of Free Present. Tatsächlich mal, ne? Tatsächlich, oh, ich hab schon mal ein Legendary. Aber, oh nein, als ob die Sonne jetzt rauskommt! Gönn dir die Sonne, Bruder! Ich hab 3 Legendaries. Dieses Bruder ist kritisch. Du hast 3 Legendaries? Ich hab ja, 0. Aber... Ich hab 0. Na, nice. Water Spout. Erstmal drin bleiben, oder? Presence. More like bad. Ja, schau dir mal meinen Solar Beam an. Guck mal, wie stark der ist, Junge. Das war ein Torko, ey. Insane. Insane. Das hätte ich gesagt, aber wahrscheinlich. Ich sag mal so, 2 Legendaries sind echt nicht so geil. Moment, ich gebe dir jetzt einen Drizzle, das war vielleicht auch gar nicht so schlau. Vielleicht war das ein bisschen danke, blöd, Presence. Ehrlich zu sein. Ich habe aber auch nicht dran gedacht, for real. Ich habe auch nicht dran gedacht. Also halt nur, ich dachte so, hä? Ich habe eigentlich geskippt und denk so, hä? Ja. Wo kommt der Regen und wieso ist Porygon halb tot? Dann Porygon 2 so, der überlebt das halt easy, weil Spidef und so. Dann kann ja da ja, ja, der, also, machen. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Ich hätte auch nicht dran gedacht. Legit null. Da hätte man vielleicht mitdenken müssen, aber das ist okay. Aber denken ist schwierig, weißt du? Denken ist manchmal auch schwierig, das stimmt. Da hast du durchaus recht, Timo LP. Siegelip. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Hallo. Wieso hast du jetzt den Hardcounter für Siegelip dabei? Hallo, Present. Hallo, Timo. Ich finde das jetzt. Das ist echt der Hardcounter, ne? Ist halt echt der Hardcount. Aber ich gebe mir halt immer den Burn, so besser als ja, Restock, ne? Kennen wir ja. Call Mine, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Hm, wie machen wir das denn am besten? Ja, das ist nicht der Play. Ich glaube, das ist der Play hier. Dark Pulse, also. Das macht sogar Schaden. Das macht echt guten Schaden, ne? Holy ja. Shit. Das ist ein bisschen blöd. Sowas für ein Setup. Ja, ich habe das Set. Okay, ich muss SD drücken. Okay, gehst nochmal auf Calm Mind. Interesting. Die Frage ist, kill ich dich auf plus 2? Weil Spiritomb hat jetzt nicht so die besten HP-Werte, weißt du? Weil wenn ich dich kille, dann wäre es der Play jetzt hier, dich zu killen. Killer. Haha, was ein Killer-Play. Aber ich gehe auf den... Flinch, gib mir den Flinch. Ah, kein Flinch, ganz kritisch. Das ist natürlich doof. Moment, ich merke gerade, ich hätte auf einen anderen Move gehen können. Ja, egal. Das war natürlich ein bisschen blöd, Timo. Ich war bei der Rest-Talk, ne? Ich weiß. Okay. Das hast du aber gesagt gerade. Ja, ich weiß. Ich dachte, du hättest vielleicht überhört. Das wäre so lustig. Nee. Ich hab dir schon zugehört. Jawohl. Was mache ich jetzt dagegen? Wie schnell ist der denn? 162. Was denn? Reden Sie mit mir, was ist los? Was machen wir jetzt hier, Timo LP? Wir machen den Play. Oh. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich ehrlich bin. Das finde ich jetzt, irgendwie funktioniert das nicht so wie gedacht. Gerade. Meinst du? Ja, ich meine es. Ja, den Burning nehme ich. Ja, wirklich? Ja, nehme ich. Hast du hier Frustrat. Wie heißt die Attacke? Fassade drauf. Frustrazade. Frustrazade, man kennt's. Gyarados? Gyarados. Weil Bedroher hatte ich jetzt hier halt echt gerne gehabt. Oh, leckerei Jump Kick. Den gönnt man sich natürlich. Ja, vor allem den Mist, den gönnt man sich, oder? Ja, den Mist gönnt man sich erst recht. Ja, Miss Schmiss, sag ich da immer, ne? Miss Schmiss? Miss Schmiss. Miss Schmiss. Miss Schmiss. Miss Schmiss. Miss Schmiss. So, was machen wir denn hier? Ich glaube, wir gönnen uns erstmal den Move hier. Und gönnen uns erstmal einen Moxie Boost, ne?
Der ist auch lecker. Ja, Pax Schmecks, sag ich da. Pax Schmecks, oder? Pax Schmecks, der schmeckt ja gar nicht. Gönnen wir uns erstmal einen plus 2 Crunch auf dem? Gönn dir. Ja, Haze Schmeiß, ne? Weißt du, jetzt kommt halt noch ein Crunch und er killt halt dieses Mal. Ja, der hat nicht gemattert, der hat nicht gemattert. Weil, ja, guck mal, der war doppelt so stark, 77%, hat nicht gemattert. Du warst auf plus 2, ne? Ja, aber doppelt so stark. Mein Angriff war doppelt so stark. Jetzt, ne? Durch 2, 77%, durch 2, alles safe, Timo. Der hat nicht gemattert. Hm. Ja, doch. Du weißt es, Timo, du weißt es. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Nein. Okay. Schade. So, jetzt wird's interessant, Timo. Du kennst mein ganzes Team, du hast aber noch ein letztes Mon, von dem ich nichts weiß. Oh, Hooper, Kritisch. Oh, Hooper, Hooper, Schmooper, sag ich da immer. Aber weißt du, was ich habe? Ja, Trick, Alter, easy, weißt du, den Scarf gönne ich mir. Scheiße. Wobei, nee, ist fein. Meinst du? Ja, also tatsächlich. Okay. Das will ich jetzt sehen, dass das so fein ist, Timo. Wir gehen jetzt erstmal Knockoff. Sub, Alter, Sub-Schmapp. So, Sub-Schmapp. Der Sub-Schmapp ist tatsächlich ein bisschen doof. Wenn Deswegen war es eigentlich voll gut, dass ich dir den Scarf gegeben habe. Ja, Scarf, also bitte. Das ist jetzt, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Okay. So, wir machen jetzt erstmal den hier. Weil ich habe jetzt auch Slow Start als Fähigkeit. Ah, lol, als ob. Das heißt, du bist schlechter. Wieso recover ich nicht? Wieso bin ich gerade dumm? Aber ich müsste es überleben. Und noch ein Rain Punch überlebe ich jetzt trotzdem. Aber du hast ja gleich den Slow Start. Das ist halt jetzt das Kritische. Upsi. Ein bisschen hart gemissplayed. Hallo, Present. Hallo, Tico. Alter, 63, leckere! Ja, das ist ein bisschen doof gerade. Ich habe gerade ein bisschen hart gemischt. Warum hast du den Slow Start jetzt noch für die Runde? Das ist so wichtig, dass du den hast. Das ist so wichtig! Es ist so wichtig! Präsent! Ah, wobei, hätte ich nicht. Bei 63, ja, hätte ich nicht. War schon richtig. Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden so, nicht beabsichtigt, aber noch nie so schlecht mit der Fährte spielen sehen wie dich in diesem Match. Purer Trash, Alter. Okay, was Weil ist hier? Übel bad. Ja, das ist halt jetzt gerade ein bisschen doof, ne? Meinst du? Ein bisschen sehr, ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Du bist halt jetzt auch schneller, so. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist vielleicht verloren. Vielleicht. Aber auch nur ganz vielleicht. Ich lock dich doch. Ey, Nolo ist. Let's go. Alter. Sagst du, der Choice gab, Willowisp hier? Easy, ich hab das gemacht, Leute, hab ich nicht. Leute, ich hätte das eigentlich gewonnen, aber ich gebe Timo mal den Sieg, weißt du? Alter, geplayed like a fiddle, hab ich das. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wende. Auf Preds Kanal haben wir ebenfalls ein Metronombell. Ja, bestimmt auch. Schauen auch bald. Metronombell, ja. Rainbow aufgenommen, deswegen schaut es euch auf jeden Fall an. Und lasst auf jeden Fall gerne eine positive Wertung da. Schreibt gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Lasst Feedback da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.